Barrow Kittier ist wieder da. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Solchak99 und ich zeige euch, was der Void-Händler diesmal für die Konsolenspieler ein Angebot hat. Jo, dann würde ich mal sein Angebot mal angucken. Ah, I can see you're no stranger to the finer things. So, dann fange ich mal an. Die Paracelis Skin Elixis. Ja, mal schauen. Das sieht ja mal richtig gut aus. Dieses, der Bronze-Lokal mit den Verzierungen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie sowas Gutes hinkriegen. Ja. Definitiv ein sehr schicken Skin. Dann gezähmte Salve plus 120% Schnittschaden für Gewehrwaffen. Dann Zinnobersturm, Haltungsmod für die Klauen. Dann Astrales Zwielicht, Haltungsmod für die Gläfen. Und Temporal, Haltungsmod für die schweren Klingen. So, dann die Prisma Grinlock. Eine, muss man selber mal schauen. Doch, eine sehr statusbasierende Waffe. Man kann die auch gut auf Crit auch noch auslegen. Warum nicht? Geht auch sehr viel sehr auf Schnittbereich. Definitiv ein gutes Repetiergewehr. Dann Prisma Zwillingsgremlins. Das sind die Maschinenpistolen, genau. Okay, man hat die Wahl, entweder man baut die auf Status oder auf Crit auf. Und der Hauptschadenswert geht auf Durchschlagschaden. Auch nicht schlecht. Auch hier die geringe Nachladezeit ist gut und halt das große Magazin ist auch sehr gut bei dieser Waffe. So, dann die Mara Dentron. Die eine verbesserte Variante von der Dentron. Die sehr auf Status geht mit Strahlungsschaden. Eine Handschrotflinte, wunderbar. So, dann Brustplatte Prisma Detalus. Ja. Sieht auch sehr schick aus. Für eine kleine Brustplatte, ja. Sieht doch einigermaßen schick aus. Dann linke Beinplatte Prisma Detalus. Hat man hier. Ja, sieht auch sehr nett aus, wie ich finde. Dann die rechte Beinplatte. Sieht auch sehr nett aus mit den Effekten und so. Ja, kann man nehmen. Dann die linke Schulterplatte Prisma Detalus. Was auch sehr schick aussieht, so. Ja. Ja, kann man nehmen. Dann, zack, rechte Schulterplatte Prisma Detalus. Sieht auch sehr schick aus. Ja. Ja, könnten auch eigentlich so ein Komplettpaket auch mal anbieten. Dann Glyphe Getier Tribut. Ist halt eine Glyphe, die sehr nett aussieht, wie ich finde. Dann Fellmuster Nexus. Ist für den Kupro. Halt, nun hat man so ein spezielles Nexus-Fellmuster, was auch sehr, sehr schick aussieht, wie ich finde. Ja, kann man nehmen. Dann Maske Kitty Atmos. Das ist halt die, ja, diese Art Gasmaske-Verschnitt, würde ich mal sagen. Ja, sieht auch ziemlich nett aus. Kann man arbeiten für den Operator. Dann Kitir Sugatra, das ist halt, Sugatras sind halt diese Schmuckstücke, was auch sehr gut aussieht, wie ich finde. Ja. Ja, kann man nehmen. So, dann die Zwillings-Krakatas Skin Tungstan. Ah, diesen Wüsten-Skin, wie ich finde. Sieht auch ziemlich gut aus, auch so mit, fällt mir echt das passende Wort. Verzierung, genau. Verzierung. Ja, und glaubt, man kann die auch auf der einzelnen Cutter anwenden, diesen Skin. Dann Odonata Skin Alexis. Für den Odonata gibt es auch nochmal den Bronze-Look. Sieht auch sehr schick aus mit den Verzierungen. Ja, kann man nehmen. Dann Macheten Skin Sayashi. Ah, schwer auszusprechen. Sieht auch sehr interessant aus, diesen Skin. Für die Machetenwaffen. Ach, das klappt sich aus. Okay. Ja, wie so eine Art so zwei Klauen. Ja, doch, sieht so schon ziemlich gut aus. Ja. Dann gibt's den Tenno-Teppich Verwandtschaft.
Ach, ist der Waldhändler zu den Teppichverkäufern geworden wieder? Hat er wieder ein Teppich im Angebot, was auch ziemlich nett aussieht. 3 Tage Ressourcenbooster, Ketir Feuerwerk, 50 Mark. Ne, 10 Mark, Ketir Feuerwerk, ach, wie komme ich auf 50 Mark? So, und zu guter Letzt Sande des Inaros, Blaupause. Come back soon. So, falls ihr mal den Händler mal verpassen solltet, macht euch keine Sorgen. Diese Sachen wird er irgendwann mal wieder ein Angebot haben. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.